Haben Sie schon vom Innovationsfondsprojekt IDA gehört? IDA steht für interdisziplinäre, demenzsensible Akutversorgung und ist ein Programm, das Patienten ab 70 Jahren mit kognitiven Beeinträchtigungen während des Krankenhausaufenthaltes unterstützt, wenn diese wegen einer somatischen Grunderkrankung behandelt werden müssen. Das Projekt richtet sich an Patienten, die einen Mindestaufenthalt im Krankenhaus von 4 Tagen benötigen und bei der AOK Nordost, Bahn BKK oder Knappschaft versichert sind. Als IDA-Netzwerkpartner können Sie sowohl in der ambulanten Versorgung als auch in der Klinik von IDA profitieren. Ambulante Versorger können ihre Patienten bei Eignung über das Projekt informieren und eine schriftliche Teilnahmeempfehlung ausstellen, bevor diese in eine unserer Interventionskliniken eingewiesen werden. Die IDA-Projektkoordinatoren prüfen dann den Hilfebedarf und entwickeln einen Maßnahmeplan in Absprache mit den beteiligten Versorgern und Angehörigen. Dieser Maßnahmeplan ermöglicht Orientierungshilfen, eine Tagesstruktur und Begleitung des Patienten während seines Krankenhausaufenthaltes und entlastet somit die Angehörigen und das Pflegepersonal der somatischen Stationen. Die Umsetzung übernehmen geschulte Tagesbegleiter. Maßnahmen können zum Beispiel gemeinsames Lesen, Spiele oder auch Spaziergänge sein. Vor der Entlassung kontaktieren wir die ambulanten Versorger und stimmen nach Bedarf den weiteren Ablauf ab. Des Weiteren erhalten Sie von uns einen IDA-Bericht, in welchem alle Screening-Ergebnisse, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen beschrieben werden. Teilnehmende Kliniken sind die Oberhavel-Kliniken, das Klinikum Niederlausitz und das Klinikum Ernst von Bergmann.